Wie beschriftet man ein Parallelogramm richtig? Welche Fehler darf man dabei nicht machen? Das zeige ich dir jetzt anhand von diesen beiden Beispielen. Aufgabe im Unterricht: das Parallelogramm beschriften. Wie macht man das? Nun, zunächst mal beschriftet man die Seiten. Und zwar mit A und mit B. Beim Parallelogramm ist es so, dass es gegenüberliegende Seiten gibt, die gleich lang und eben parallel sind. Daher heißt das ja auch Parallelogramm. Das heißt, die Seite hier oben ist parallel zu der Seite hier unten und damit ebenfalls A auch lang. Und die Seite hier ist parallel zu der Seite und auch gleich lang, also B. Das muss man nicht unbedingt machen, dass man das doppelt dran schreibt, also zweimal A und zweimal B. Im Prinzip kann man auch hergehen und einfach A und B schreiben, entweder hier links oder, also ob das jetzt oben, unten, links, rechts, das ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass das Ganze mit A und B benannt ist. Der Vorteil von hier ist einfach, es wird ganz deutlich, das ist A und das hier ist auch A, parallel. Und B parallel und dadurch ergibt sich ein Parallelogramm. Das kann man an dieser Beschriftung hier halt am einfachsten sehen. Das nächste sind die Eckpunkte. Hier fängt man mit einer Ecke an, wenn das Parallelogramm so aussieht, in der Regel mit A hier links unten und dann wird entgegen des Uhrzeigersinnes mit B, C und D weitergemacht. Also B, C und D. A, B, C, D entgegen des Uhrzeigersinnes. Also auch hier A, B, C und D. Dann gibt es noch Winkel. Bei A wird der Winkel Alpha angegeben. Alpha. Bei B hier ist es Beta. Hier oben bei C Gamma und links oben Delta. So. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Hier drüben wäre das auch so. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Zeichne ich allerdings jetzt hier so nicht ein, denn für hier soll noch was anderes gezeigt werden, und zwar die Diagonalen. Die Diagonalen sind die hier, einmal, zweimal. Das sind die Diagonalen, also durch das Parallelogramm durch. Und diese werden dann mit E und F bezeichnet. Hier in der Mitte gibt es einen Schnittpunkt. Also A und B, und zwar mit kleinen Buchstaben für die Strecken, die das Parallelogramm begrenzen. Die Eckpunkte mit großen Buchstaben, A, B, C und D. Vier Winkel mit Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und zwei Diagonalen, die mit E und mit F bezeichnet werden. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Solltest du zum Parallelogramm noch weitere Erklärungen brauchen oder auch Übungsaufgaben, findest du diese ebenfalls unter diesem Video. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.